Hallo zusammen, heute geht es um die Geräusche einer Kühlbox. Und zwar haben wir beispielsweise hier so eine Kühlbox und darin befinden sich zwei Komponenten bzw. drei, die Geräusche produzieren. Eines ist dieser Kompressor, das ist ein Secop-Kompressor, meistverbreiteter Kompressor auf dem Weltmarkt. Der produziert Geräusche. Und wir haben in den meisten Boxen drin solch einen Lüfter oder irgendwas Ähnliches. Meist ist das Problem, der Kompressor ist leiser als der Lüfter. Und der Lüfter wird hier an diesen Anschlüssen F und Plus angeschlossen. Und wir haben verschiedene Betriebsbedingungen. Und die Frage ist, wo messe ich? Ich habe hier einen Versuch gemacht. Ihr hört, ich bin hier 102 dB laut. Wenn ich ganz leise bin oder nichts mehr sage, bin ich dann bei 50, wenn ihr das hier so ein bisschen beobachtet. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ich habe hier so eine Bleibatterie, die hat eine Spannung von 10,5 Volt und wenn ich die Box hier einstecke, ich habe die hier eingestellt auf Unterspannung, dann wird die Box im jetzigen Moment nicht laufen, weil die Batterie leer ist. Ich habe hier ein Ladegerät und das Ladegerät stecke ich kurz ein und ihr hört jetzt schon mal, der Lüfter von diesem Ladegerät ist schon laut. Und hier bin ich auf ca. 70 Dezibel, das ist aber nicht auf einem Meter gerechnet, sondern viel weniger. Ich stecke jetzt das Ladegerät wieder aus. Und wir sehen jetzt hier, die Kühlbox läuft mit einer Spannung von 10,5 Volt. Das heißt, der Lüfter kriegt auch 10,5 Volt. Und wir sind hier jetzt etwa um 70 Dezibel. Dann habe ich hier ein Netzgerät, das liefert 24 Volt. Wenn ich jetzt das hier über das Netzgerät einstecke, das ist ein 24 Volt Netzgerät, dann kriegt der Kompressor 24 Volt oder 25 Volt und auf dem Ausgang Plus und F haben wir 13,5 Volt. Und jetzt sind wir hier etwa 3 Dezibel lauter, als wenn ich das Ding auf 11 Volt betreibe, 10,5 Volt. Das heißt, die Spannungsversorgung von diesem Lüfter macht schon was aus in der Lautstärke. Wo messe ich jetzt, dass ich ein vernünftiges Ergebnis habe? Bei 99% aller Kunden sagen, ja, das Lüftergeräusch hier mit 80 Dezibel, das ist okay. Das stört überhaupt nicht. Also 80 Dezibel direkt nebendran gemessen. Aber 1% sagt, das ist zu laut, ich muss da was machen, ich gebe die Box zurück und so weiter und so fort. Nur, wenn ihr auf dem Markt rumschaut, alles, was solche Boxen herstellt, mit diesem Danfoss-Secop-Kompressor drin, der Lüfter, bleibt irgendwie ein Lüfter, der diese Größe hat. Es gibt solche, die haben einen kleineren Lüfter. Aber wichtig ist ja auch, dass der Luftdurchsatz stimmt. Wir können den Lüfter abhängen. Ist kein Thema. Ist machbar. Dann hört man den Lüfter nicht mehr. Wenn man den Lüfter abhängt, hat das aber zur Folge, dass der Stromverbrauch steigt. Jetzt baut man eine Box, die einen guten Wirkungsgrad hat, also einen geringen Stromverbrauch, dann muss ich eine gewisse Lüfterleistung hinkriegen.
Es gibt klar die Möglichkeit, ich baue hier den Lüfter aus und baue einen Flüsterlüfter ein. Dieser Flüsterlüfter, für die Messung machen wir das, kein Problem, dann hört ihr den Kompressor gar nicht mehr. Dann, wenn wir den Flüsterlüfter oder leiser drehenden Lüfter, der nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Luftleistung hat, dann kriege ich die Box nicht mehr kalt und nicht mehr in diesem Wirkungsgrad kalt. Dann kommt die Stromaufnahme zum Tragen. Es gibt eine Möglichkeit, da verlinke ich euch ein Video, wie ich einen Lüfter ausrüste mit einem Widerstand und einem Thermostaten. Eben, das ist 1% der Kundschaft, die sagt, die Box ist zu laut. Aber da ist alles zu laut, auch der Kompressor. Wenn euch auch die Box nachts stört, kauft Coca-Cola oder Orangensaft oder irgendwas, schmeißt das in die Box, kühlt die Box runter auf 1-2 Grad und schaltet die nachts aus. Klar hat sie morgens vielleicht 8 Grad, aber das ist dann ideal, um den Butter zu streichen. Wir haben Geräusche beim Kompressor, wir haben Kompressor beim Lüfter. Aber die Boxen sind alle genau gleich gut oder genau gleich schlecht. Also es gibt da, je nachdem wo ich messe, mit welcher Spannung das ich messe, das ist ein Riesenunterschied. Hier verlinke ich euch das Video mit dem Widerstand und ich wünsche euch einen schönen Tag.